Im Bibelabschnitt Galater Kapitel 1 lesen wir eine deutliche Aussage darüber, dass ein verfälschtes Predigendes Evangelium dazu führt, verflucht zu sein. Hören Sie selbst den kurzen Ausschnitt aus dem Bibelfest Galater Kapitel 1. Mich wundert, dass ihr euch so bald abwenden lasset von dem, der euch berufen hat in die Gnade Christi, zu einem anderen Evangelium, so doch kein anderes ist, außer, dass etliche sind die euch verwirren und wollen das Evangelium Christi verkehren. Aber so auch wir oder ein Engel vom Himmel, euch würden das Evangelium anderes predigen, als dass wir euch gepredigt haben, der sei verflucht. Wie wir jetzt gesagt haben, so sagen wir abermals: So jemand, der euch das Evangelium anders predigt, denn das ihr empfangen habt, der sei verflucht. Bibelvers Ende. So ist die Aussage klar darüber, dass selbst. Wenn ein Engel das Evangelium anderes predigt, dieser verflucht wäre. Dass Mohammed angeblicherweise das Evangelium, das er Koran nannte, durch den Engel Gabriel ihm gepredigt wurde, so wäre dieser Engel Gabriel schon verflucht. Weil aber ein Erzengel nicht der Verfälschung, also der Lüge unterliegen kann, so handelt es sich beim Empfangen der Texte des Korans nicht um einen Engel Gottes, sondern es handelt sich um das Böse, das genannt wird. Ariman der ganze Koran unterliegt der arimanischen Wesenheit und Mohammed ist sein Verkunde. Somit ist auch Mohammed und der ganze Koran verflucht.